Heute gibt es die Lösung zur Squad Building Challenge. Lazio gegen AS Rom und dieses Team hat mir ca. 6.000 bis 7.000 Münzen gekostet. Also auf jeden Fall sehr, sehr günstig für diese Squad Building Challenge. Und falls ihr öfter solche Squad Building Challenge Lösungsvideos haben wollt, dann lasst jetzt einfach einen Daumen nach oben da, damit ich das anhand der Bewertungen erkennen kann. Und ja, wie gesagt, das Team hat ca. 7.000 Münzen gekostet und man bekommt für diese Squad Building Challenge ein 15k-Set. Von dem her kann ich euch echt nur raten, diese Squad Building Challenge auch zu machen. Und dann seht ihr das Ganze auch schon, wir haben das abgeschlossen. Dann gehen wir natürlich direkt auch in den Shop rein. Und ich möchte mich auch nochmal herzlich bedanken für euer krasses Feedback auf das gestrige Video. Vielen Dank auch einfach allgemein für euren super Support in letzter Zeit. Und in dem Pack bekommen wir dann Quadrado und der ist natürlich auch ein bisschen was wert. Den habe ich tatsächlich dann für 6.500 Münzen wegbekommen. Und ja, auf jeden Fall war das die Squad Building Challenge. Und falls ihr, wie gesagt, sowas öfter haben wollt, lasst einfach einen Daumen nach oben da. Schreibt mir auch in die Kommentare, welche Art von Videos ihr in nächster Zeit sehen wollt. Also eher Trading-Tipps, eher Squad-Builder, vielleicht auch mal wieder ein Foot-Draft. Also schreibt das mal gerne rein. Aber wie gesagt, ich habe im Moment wenig Zeit für YouTube. Also mir fehlt einfach die Zeit, da ich sehr, sehr viel mit der Schule zu tun habe. Und ja, von dem her, schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, Freunde, das war es auch schon mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage auch schon immer, ciao Leute, viel Foot-Stars!